Ich freue mich ganz besonders, Herrn Thomas Meyer heute im Rahmen der Jahrestagung der Monetative hier bei mir zu begrüßen und möchte gleich vorgreifen. Gleich findet die Podiumsdiskussion statt. Da geht es um die verschiedenen Ausführungen dieser Vollgeldidee. Welcher Variante hängen Sie denn sozusagen an? Naja, ich stimme mit der Monetative durchaus überein, dass unser Kreditgeldsystem systemisch einen Fehler hat. Die Frage ist dann, was macht man draus, wenn man das Kreditgeldsystem abschafft und wenn man Vollgeld möchte. Die Monetative möchte das eher unter staatlicher Aufsicht und staatlicher Implementierung haben. Ich bin da mehr für Wettbewerb. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass durch das staatliche Emittenten mit privaten Emittenten im Wettbewerb stehen. Da klingt der Österreicher durch quasi. Dann muss ich auch gleich fragen, ist da auch eine Golddeckung oder sowas in die Richtung angedacht, um dann besseres Geld im Wettbewerb im Gegensatz zu den anderen zu haben? Das ist ja so die Idee der Österreicher, oder? Ich bin nicht auf Gold fixiert. Ich habe aber vor kurzem mit Kollegen ein Paper rausgegeben, wo wir die Möglichkeit diskutiert haben, eine goldgedeckte Währung mit Blockchain-Technologie herauszugeben. Ich bin für Vielfalt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Zentralbank emittierte Direktwährung, Vollgeldwährung, 100% Geld, eine Nachfrage findet. Ich könnte mir vorstellen, dass eine goldgedeckte virtuelle Währung, also auf Blockchain-basierte Währung, Nachfrage findet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Privatwährungen, Bitcoin ist nur ein Beispiel davon, Nachfrage findet. Also ich bin dafür Vielfalt und für Wettbewerb. Also wenn wir heute hier diskutieren, was ist das Geld der Zukunft, dann würden Sie mir sozusagen antworten, es könnte viele Gelder in der Zukunft geben. Es könnte viele Vollgelder geben, aber ich denke, dass das Kreditgeldsystem so problematisch ist, dass wir damit rechnen müssen, dass es in der Zukunft nicht mehr da sein wird. Ein ganz besonderer Punkt wird heute hervorgehoben hier an der Veranstaltung. Das ist, dass die Bank of England vor einiger Zeit also als Zentralbank tatsächlich verschiedenen Fintechs oder Zahlungsanbietern Zugang zu Zentralbankgeld gewährt hat. Sehen Sie das irgendwie als einen großen Schritt in Richtung Vollgeldreform? Die Zentralbanken, die experimentieren mit Kryptowährungen. Kryptowährungen erlauben es der Zentralbank eben über die Blockchain-Technologie, das Geld direkt an die Endnutzer herauszugeben, die dann wiederum direkt, also die Engländer sagen Peer-to-Peer, Zahlungen erledigen. Das heißt also, das Bankensystem würde sich komplett ändern. Für die Zentralbanken ist meines Erachtens die Entstehung der Kryptowährung und die Erfindung der Blockchain-Technologie so etwas wie die Einführung des Papiergeldes im 17. Jahrhundert. Das kam ja aus China. Die Chinesen haben als erste begriffen, man kann ja statt der schweren Goldmünzen oder Metallmünzen, da kann man ein Substitut schaffen, ja, ein Papierstück, das sich ja sehr viel leichter als Zahlungsmittel verwenden lässt, als diese schweren Metallgegenstände. Und ich sehe diese Kryptowährung, ich glaube, die Zentralbanker sehen das auch so, als die nächste Geldrevolution, ja, auf die man sich einstellen muss. Sie sehen, dass im Privatsektor, Stichwort Bitcoin, dass da Entwicklungen stattfinden, auf die sie sich einlassen müssen. Und deshalb experimentieren sie mit ihren eigenen Kryptowährungen, denn das wird meines Erachtens wahrscheinlich doch die Zukunft sein. Ist das auch im Sinne, ich sage einfach ganz fies, staatliche Überwachung? Das ist ja so ein Punkt, den Norbert Hering gerne anspricht, zu sagen, also klar, Kryptowährungen funktionieren, Peer-to-Peer, Blockchain, aber natürlich gibt es da immer einen Zugang, gibt es da immer ein Konto. Ich denke, deshalb ist Wettbewerb so wichtig. Wenn ich mich mit einer staatlichen Kryptowährung eindecke und damit bezahle, dann muss ich davon ausgehen, dass diejenigen, die Transaktionen überprüfen, und die sind ja bei Kryptowährungen in der Blockchain-Technologie essentiell, sie müssen ja, haben ja immer diese Überprüfungsinstanz. Die kann natürlich hergehen und diese Überprüfung dann dazu benutzen, auch den Zahlungsverkehr zu überwachen. Eine private Blockchain sieht da aber ganz anders aus. Ja. Deshalb ist ja nicht von ungefähr, dass die Leute sagen, Bitcoin wird dazu benutzt, um schwarze Transaktionen zu machen. Das sind ja diejenigen, die diese Überwachungen eigentlich wollen. Ja.
Das sind auch diejenigen, die das Bargeld abschaffen wollen. Also insofern hat eine private Kryptowährung sehr viel mehr Ähnlichkeit mit dem jetzt bestehenden Papiergeld, ja, als mit jetzt dem bestehenden elektronischen Zahlungssystem. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es eben private Währungen gibt, wo der Datenschutz, die Anonymität des Nutzers gewährleistet ist. Sie sprechen von einer Aktivgeldordnung in diesem Zusammenhang. Können Sie den Begriff und das, was dahinter steckt, nochmal ganz kurz darstellen? Ich nenne dieses Aktivgeldordnung, ich finde, das ist der Überbegriff über diesen verschiedenen Versionen des Vollgelds. Die Vollgeldinitiative möchte ja, dass das Geld durch den Staat gedeckt wird. Die Österreicher wollen, dass das durch Gold gedeckt wird. Bei Bitcoin wird es eigentlich durch das Vertrauen gedeckt. Ja. Und meines Erachtens ist letztendlich das Vertrauen die quintessentielle Deckung. Ja. Ich akzeptiere eine goldgedeckte Währung, weil ich denke, dass die Leute Gold akzeptieren und das ist das Goldsubstitut. Oder ich akzeptiere eine staatsgedeckte Währung, weil ich denke, die Leute akzeptieren eben nur Staatsgeld. Aber am Ende ist das Vertrauen da. Und das habe ich versucht mit dem Begriff Aktivwährung einzufangen, dass am Ende das Vertrauen da ist. Und dieses Vertrauen, das kann ich materiell unterlegen, also Stichwort goldgedeckte Währung, oder ich kann es aber auch durch die Nutzer sich selbst entwickeln lassen. Das meinte ich damit mit Aktivgeld. Mhm. Wie es bei Bitcoin entstanden ist. Ich meine, die Bitcoin-Gemeinde glaubt, dass eben Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Mhm. Ja. Und das macht es zu Geld. Das meine ich damit mit Aktivgeld. Geld, das auf Vertrauen basiert. Wie sieht es aus mit irgendwelchen Hackerangriffen oder Sabotagemöglichkeiten? Ja. Das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben es beim Bitcoin beispielsweise gesehen, die sind irgendwie verloren gegangen. Manche sagen, das war ein großer Betrug. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Wie kann man sich dagegen schützen? Gibt es da überhaupt einen Schutz? Also ganz gefährlich? Nicht ganz gefährlich. Also die Probleme sind an den Schnittstellen entstanden. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Also ich bin kein Informatiker, ich bin da kein Hacker, kenne mich also da nicht aus erster Hand aus, muss mich also aus zweiter Hand informieren und Kenntnis erwerben. Und mein Kenntnisstand ist, dass die Probleme an der Schnittstelle entstehen, also diese berühmte Mt. Gox-Geschichte. Das war nicht so, dass die Blockchain nicht funktioniert hätte, sondern wenn ich hergehe und existierendes Kreditgeld umtauschen möchte, dann in Bitcoin, dann ist die Frage, was macht die Schnittstelle? Nimmt die mein existierendes Geld an, gibt mir eine Bescheinigung, sie hätte es in Bitcoin getauscht, hat aber nichts gemacht, ja? Hat es also veruntreut. Bisher ist meines Erachtens sind die Schnittstellen das Problem, aber nicht die Blockchain-Technologie selbst. Letzte Frage, Sie hatten neulich in einem Interview auch gesagt, dass Sie nicht denken, dass die Finanzkrise vorbei ist, sondern dass wir mittendrin stecken oder vielleicht das dicke Ende noch kommt sogar. Kann man dem begegnen sozusagen? Wir sind hier heute bei der Vollgeldreform, wir sind bei der Monetative. Sie haben in dem gleichen Gespräch auch gesagt, Sie glauben nicht, dass ein Vollgeldsystem von Staatsseite wirklich eingeführt wird, außer es trifft genau diese Krise, in der Sie uns ja auch noch sehen, tritt wirklich ein. Also nochmal darauf eingehen, wie sind die Chancen, wie sind die Risiken? Also meine Erfahrung ist, dass die amtierenden Politiker nicht in der Lage sind, Krisen zu antizipieren und sich und Politiken zu ergreifen, die diese Krisen abwenden, sondern die Krise passiert und dann reagiert die Politik drauf. Oder aber die Leute fühlen sich vom bestehenden System so missachtet, dass sie gegen dieses System angehen. Das war ja die Botschaft aus Brexit und die Botschaft aus der amerikanischen Präsidentenwahl. Also da tut sich was. Ja. Es tut sich enorm was. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich Alternativen zu überlegen, die von den jetzt amtierenden Politikern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingeführt werden, die aber notwendig sind, wenn sich das System verändert. Entweder durch einen Aufstand der Wähler, wie wir das im UK und jetzt in den USA gesehen haben, oder aber wenn eine neue Geldkrise kommt und wir uns fragen, was jetzt? Ja, denn die letzten 8 Jahre, die wir gesehen haben, hat sich das Problem nicht wirklich gelöst. Ja. Eine Lage, in der wir Nullzinsen haben, die Zentralbanken verzweifelt Geld in den Markt pumpen, ihre Bilanzen ausweiten und trotzdem kommt nichts dabei raus.
zeigt Ihnen eigentlich, dass das bestehende System große Probleme hat. Also ist es notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, was als Alternative kommen könnte, sodass man nicht völlig unvorbereitet dasteht, wenn dieses System möglicherweise zusammenbricht. Ich würde sagen, die Zukunft bleibt spannend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Dankeschön.